Und damit hallo und herzlich willkommen zum 6. Lauf der DGTM, der Simracing Deutschland e.V. zusammen mit P1 Gaming. Mein Name ist Kurt Kub und auch heute sitzt wieder unser Experte Max Stritzel neben mir. Hallo Max. Hallo Kurt. Ja, Lauf Nummer 6 haben wir heute auf dem Programm aus Zolder. Zolder liegt in Belgien, wer das noch nicht wusste. Wir haben heute sicherlich einen spannenden Rennabend vor uns. Es gibt sogar vielleicht ein bisschen Regen heute Abend, also wir können uns auf sehr viel Action freuen, auf diesen durchaus interessanten Kurs. Da werden wir gleich nochmal genau zu kommen. Wir sehen ja hier im Flyer schon die Strecke mal von oben. Ja, Max, die Strecke, die siehst du ja hier auch schon von oben. Was glaubst du, was werden wir heute sehen hier? Sie ist eng, es gibt viele langsame Kurven, es gibt viele schnelle Kurven, es gibt eine Schikane kurz vor Start und Ziel. Ich denke, da werden wir ordentlich Action haben, oder? Ich kenne jetzt die Strecke nicht genau, aber so vom Layout sieht es ziemlich nach Windschattenduellen und Ausbremsen aus. Ja, das wird auch wahrscheinlich so sein. Da hast du schon genau das Richtige getroffen, was heute Abend bestimmt einer der wichtigen Faktoren sein wird. Ja, hier in Zolder, da wird noch Tourenwagen-Weltmeisterschaft ist hier noch öfters. Also das ist mit das Einzige, wo man hier noch im Moment so Rennen betreibt. Die Formel 2 war hier auch mal, auch die F4 GT1, also eher GT-Veranstaltungen oder Tourenwagen-Veranstaltungen als Formel-Veranstaltungen. Allerdings war tatsächlich hier auch mal die Formel 1, und zwar von 1973 bis 1984, also selbst ein bisschen Formel 1-Historie ist hier auf der Strecke vorhanden. So, würde sagen, wir fangen mit der Fahrerwertung an. Hier haben wir sie. Ja, also ich fange mal an. Also das ist eigentlich ganz einfach zu sagen, wie es im Moment aussieht, denn wir haben erst ein Rennen in der zweiten Teilsaison hinter uns. Von daher geht es natürlich nach dem Ergebnis aus vor 2 Wochen. Damals gewann Jan Weber souverän. Das war ein richtig cooles Rennen, besonders der Platz dahinter, die Plätze dahinter waren sehr, ja, gab es sehr viel Kämpfe und das war spannend bis zum Schluss. Also, Jan Weber führt in der Fahrerwertung mit 25 Punkten, dahinter Marcel Kempinger mit 22 Punkten. Dann auf der 3. Position haben wir Ali Amann von AMT Racing und auf der 4. Position Kevin Becker von Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport. Ja, weiter geht's auch mit dem Teamkollegen von Kevin Becker, Bernd Jankowiak auf Position 5 und dahinter Karl-Heinz Kluth, der heute auch eine Strafe hat im Grid. Das werden wir gleich auch noch sehen. Und gleich mit Karl-Heinz Kluth ist dann Andreas Schmidt, ebenfalls von AMT Racing, also der Teamkollege von Ali Amann. Dann auf der Position 8 haben wir Simon Semmler von Too Hot Too Furious. Dann geht's weiter mit der mit dem 9. Platz, Andreas Bär mit 12 Punkten. Dahinter haben wir dann Michael Beuster mit im Moment 11 Punkten. Auf Platz 11 haben wir Thorsten Schwertfeger von, mit 10 Punkten von Tenacious Gnomes. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich war immer derjenige, der es falsch ausgesprochen hat. So ist es richtig. Bei P1 Gaming, ja. Und auf dem 12. Rang haben wir mit 9 Punkten Jürgen Pangerl von Gen2 Racing bei USoft. Ja, 2 Leute haben wir noch mit Punkten und das sind einmal Jürgen Pangerl von Gen2 Racing bei USoft und dann noch Peter Walter, das habe ich verlesen. Wir haben erstmal noch Peter Walter von Molitor Racing Systems bei VMR und dann noch, den steppe ich dir jetzt noch weg, mit 7 Punkten Siegfried Büchner für Steppo Sim Racing Junior Team. André Eisenhut und Sebastian Roscher, beide 0 Punkte bis jetzt, weil sie im ersten Rennen vor 2 Wochen ausgeschieden sind. So, das war die Fahrerwertung. Jetzt gucken wir uns natürlich auch noch die Teamwertung an. Da haben wir auf Position 1 AMT Racing mit den beiden Fahrern Andreas Schmidt und Ali Amann mit 35 Punkten und nur 1 Punkt dahinter haben wir das Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport Team mit Bernd Jankowiak und Kevin Becker. Direkt dahinter Mit auch 32 Punkten, also ziemlich eng da vorne noch. Gut, nach zwei Rennen ist das natürlich noch klar. Auf dem dritten Rang Thorsten Schwertfeger und Marcel Kempinger für Tenacious Gnomes bei P1 Gaming. Und auf dem vierten Rang haben wir Jan Weber, der beim ersten Rennen alleine gestartet ist und anscheinend auch keinen Teamkollegen hat. Ja, wie es heute aussieht, werden wir gleich sehen. Also wir haben auch ein Update im Spotter, von daher sehen wir das dann gleich, aber ich bin auf dem Stand, dass er keinen Teamkollegen hat, aber trotzdem halt durch den Sieg kann er da auf dem sich auf Position 4 halten. Dann zusammen, auch mit 25 Punkten auf Platz 4 haben wir das Too Hot Too Furious Team mit Michael Beuster und Simon Semmler und dahinter Karl-Heinz Kluth und Jürgen Pangerl für das Gen2 Racing bei USoft Team. Dann mit 20 Punkten dahinter auf Platz 7 Andreas Bär und Peter Walter für das Molitor Racing Systems bei VMR. Und dahinter ist dann auf Rang 8 Siegfried Büchner mit 7 Punkten für Steppo Sim Racing Junior Team. Und dann, eben haben wir André Eisenhut und Sebastian Roscher. Aber die beiden haben wir dann am Ende. Aber da stehen trotzdem zwei Starts. Ja, weil sie beide im Ziel sind beim letzten Mal, aber... Ja. Ja, beide sind ins Ziel gekommen, nicht ins Ziel gekommen, um Gottes Willen, verspreche ich mir schon. Wir sind gestartet natürlich, sind aber nicht ins Ziel gekommen, darum haben sie beide 0 Punkte. So, jetzt haben wir's. Gut, dann haben wir das auch abgehakt, also so sieht's aus in der Meisterschaft. Mal schauen, wie es nach dem Abend hier aussieht. Wir haben halt dann noch auch in der zweiten Season noch weitere, noch zwei weitere Rennen auf dem Plan und dann schauen wir mal, wie es am Ende aussieht und wer die Auf- und Absteiger sind. So, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, was wir natürlich nicht vergessen wollen. Und zwar geht es um die 24 Stunden von Florida State, also in Daytona, vom 18. bis 20.07.2014 mit dem DGTM-Mod, also der heute gefahren wird. Und da sollte man auf jeden Fall ja einschalten, wenn es soweit ist, wenn ihr nicht selbst mitfahrt. Der Stream wird richtig gut werden, das verspreche ich euch. Wir haben ziemlich viel Updates im Vergleich zum letzten Mal und ich kann nur empfehlen einzuschalten. Ich bin auch dabei beim Livestream dann und es wird wieder sehr spannend werden und ihr habt 24 Stunden lang Motorsport, Simracing nonstop, also auf jeden Fall einschalten. Das Qualifying gibt es natürlich auch noch, also da habt ihr ein ganzes Wochenende dann Motorsport pur. Und natürlich, wenn ihr selbst Lust hat mitzufahren, ihr könnt euch immer noch bewerben, soweit ich weiß. Wir wollen das Fahrerfeld voll bekommen, also meldet euch an. Am nächsten Sonntag ist das erste offizielle Qualifikationsrennen, was übrigens auch übertragen wird. Da geht es dann zum ersten Mal um die Wurst. Ja, das war dann auch das Thema. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die Strecke. Da sind wir angelangt. Im wunderschönen Zolder. Der Himmel ist ja leicht bewölkt, nur man hat sogar ein bisschen blauen Himmel, den wir hier sehen können. Allerdings, der Wetterbericht, der ist so ein bisschen geteilt. Das werden wir dann im Laufe des Abends sehen, ob es vielleicht ein paar Tröpfchen gibt. Es sind leichte Schauer angesagt, allerdings ist das in den letzten Tagen immer mehr in Richtung trocken gegangen. Wir müssen gucken, wie das dann wirklich wird. Ja. Im Moment haben wir keine Fahrer auf Strecke, das liegt daran, dass das Briefing noch läuft. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden jetzt. Ja, wir haben hier gerade einen schönen Einblick in die erste Kurve. Da wird es nachher ziemlich eng werden. Kann ich euch versprechen. Und hier sehen wir dann auch die nächsten Kurvenkombinationen. Ja, hier hat man einen guten Blick nochmal. Ja, wie gesagt, wir müssen hier ein bisschen mit den Zuschauerkameras ein bisschen rumfummeln, denn wir haben, wie gesagt, im Moment keinen Fahrer auf der Strecke. So, hier haben wir einen guten Überblick über die erste Kurve. Hier sieht man es gut. So, die erste Startzielgerade, die ist nicht sehr lang, aber hier geht es in eine ja, ziemlich enge Linkskurve. Da gibt es ordentlich Crashpotenzial, das kann ich jetzt schon sagen. Mal schauen, ob wir ein paar Unfälle in der ersten Kurve haben. Max, was sagst du dazu? Also ich denke, das ist ziemlich hart für den Start und besonders, dass hier gleich ein Kiesbett steht. Ich denke, das wird ziemlich eng werden, oder? Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie sich das mit dem Kiesbett verhält. Man hat ja manchmal das Problem, dass man nicht mehr rauskommt. Oder auch die Leute, die ohne Kupplung fahren, die haben natürlich einen ziemlich großen Nachteil. Aber mal gucken. Ja, Zeit kostet es auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, aber ich glaube, dass ganz nicht mehr rauskommen. Ich glaube, den wir nicht haben. Aber lassen wir uns überraschen. Ja, ich persönlich bin die Strecke auch schon mal im Race-Bereich gefahren. Ich bin selbst bei DGTM ja noch vor 2 Saisons dabei gewesen und da gab es ja auch ein Rennen in Zolder, ein Rennabend. Da war ich dabei und ich kann eigentlich nur Gutes von der Strecke berichten. Die ist sehr schön. Ich bin nochmal auf Startziel hier. Denke, dann wird auch gleich die Schikane kommen. Ne, jetzt geht hier ein bisschen querbeet, habe ich das Gefühl. Mal die erste Kurve, mal die zweite, mal die letzte. Ja, also lasst das mal auf euch wirken. Die Strecke ist wirklich sehr schön gebaut. Mitten in der Natur sieht man schön die ganzen Wälder hier. Mal schauen, ob ich sie finde. Ja, hier habe ich sie. Perfekt, das habe ich gesucht. Hier haben wir die Schikane kurz vor Start und Ziel und die ist wirklich sehr aggressiv, besonders dadurch, dass wir hier so ja, Pöller haben, direkt auf den Randsteinen. Da werden wir mal sehen, ob es da nicht den einen oder anderen gibt, der heute eine kleine Flugeinlage macht. Da habe ich schon von den Fahrern gehört, dass das hier sehr, sehr streng gebaut wurde. Die Poller, die Bumper, die wurden sehr streng eingebaut. Also Cutten sollte man hier vermeiden. Wir haben auch noch eine Gerade mit einer kleinen Kuppe. Man hier ganz schön. Also Strecke, die hat es wirklich in sich. Im zweiten Sektor haben wir auch nochmal eine Schikane, oder Ende des ersten Sektors. Die werden wir dann gleich auch nochmal sehen, hoffentlich. Also, das wird richtig, richtig spannend werden heute. So, wir müssen uns noch ein paar Minuten gedulden, bis die Fahrer das Briefing beendet haben. Ja, was machen wir in der Zeit? Wir haben unser Vorprogramm nicht. Ins Briefing können wir logischerweise nicht rein, aber wir können ja mal kurz auf zurückkommen, was so im Briefing noch besprochen wird. Ja, im Briefing, da gibt es so erstmal natürlich diese Grundregeln, die immer eingehalten werden müssen. Das beste Beispiel ist, dass man zum Beispiel erst aus der Box fahren darf, wenn das Quali-Go gegeben wurde. Also man darf nicht einfach rausfahren, sobald die Zeit anfängt runterzulaufen. Also da gibt es so welche Regelungen zum Beispiel. Und dann natürlich auch noch ganz wichtig, es sind dann so streckenspezifische Regeln oder Tipps, wie zum Beispiel hier in Zolder, dass Bumper extrem hochgebaut sind. Also eine kleine Hilfe an die Fahrer, wo sie nochmal aufpassen müssen. Das sind so die Sachen, die im Briefing besprochen werden. Obwohl die Fahrer eigentlich beim Training merken müssten, dass die Bumper recht hochgebaut sind, oder? Ja, sie müssten es eigentlich merken, aber es gibt ja auch so ein paar Spezialisten im Feld, die erst so 2 Tage davor 2, 3 Runden fahren und dann vielleicht nicht so die Erfahrung mitbringen. Also da ist es immer besser, dass man sowas nochmal sagt. Ich will ja keine Namen nennen, aber David hat um 2 Uhr heute Nacht angefangen zu testen, also ja. Die Spezialisten haben wir auch im, also ich glaube, der fährt in der Division 1, ne? Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall Leute, die das so machen, wie ich das gerade meinte, wobei man auch sagen muss, dass es Fahrer oder Teams gibt, die auf ihren eigenen Servern testen, also dass man eine Nacht davor erst auf dem Server die ersten Runden fährt, muss nicht heißen, dass man wirklich 0 Erfahrung mitbringt. Also da gibt es ein paar Leute, die einfach ihre Zeiten sozusagen ein bisschen geheim halten wollen noch. Ja, klar. Ja, obwohl wir uns ja nochmal... Ja, was wolltest du gerade sagen? Ich halte davon eigentlich recht wenig, die Zeiten geheim zu halten, weil ich weiß jetzt nicht, was das so bringen soll, aber naja. Ja, das kann man auf jeden Fall so sehen. Manche versprechen sich dann vielleicht, wenn man nicht so viel auf dem Server zeigt, dass sie dann vielleicht so ein bisschen ja, weniger fahren, weil sie denken, dass sie gut dabei sind und nicht noch mehr trainieren müssen. Vielleicht ist das der einzige Grund, aber es gibt auf jeden Fall viele Leute, die das oder Teams, die das so machen. So, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die ganzen Fahrzeuge einmal an, um jetzt nochmal die 8 Minuten bis zum Qualifying zu überbrücken. Wir fangen an mit dem im Moment Erstplatzierten auf dem Server. Das ist Ali Amann für das, auf jeden Fall im Ferrari, für das, ja, jetzt muss ich mal erstmal hier meinen Spotter aufmachen, das gibt wieder Ärger im Nachhinein, dass ich nicht alles bereit habe. Das AMT Racing Team im Firenze 845, also das Synonym für Ferrari. 845 ist schön. Dann haben wir Karl-Heinz Kluth, welcher für das Gen2 Racing bei USoft Team unterwegs ist, auch im Ferrari. Ja, schön im Schwarz-Game-Skin. Dann haben wir im Moment auf Position 3 Andreas Schmidt für das AMT Racing Team, also zusammen mit Ali Amann. Dann haben wir Andreas Bär im Moment auf Position 3, welcher im Audi für das Molitor Racing Systems bei VMR Team am Start ist, im Audi. Dann haben wir im Moment auf Position 7 Peter Walter. Kann man schon sehen, es müsste Lamborghini sein hier. Für das Too Hot Too Furious Team. Schön schwarz gehalten hier. Mit dem Auto-Synonym Taurus Titan, so heißt er, in der Mod offiziell. Dann haben wir Bernd Jankowiak, aber das stimmt nicht. Das ist nicht Bernd Jankowiak, soweit ich weiß. Er hat eigentlich einen anderen Skin. Da muss es jetzt einen Fehler geben. Suchen wir uns mal Bernd Jankowiak auf dem Server, also Position 9. Also Bernd Jankowiak müsste eigentlich mit einem Schubert-Skin fahren. Genau. Ja, zum Ring. Da haben wir ihn, Also, da haben wir ihn. Ja, du hast gerade schon gesagt, ja, zum Ring. Das ist ein alter Schubert-Skin. Ja. In den, ja, weiß-grün so. Ursprünglich ja, war der auf einem M1 Broker. Okay. Ja, du hast da viel Ahnung von als, ja... fast jedes Mal, als jemand, der fast jedes Mal bei der VLN da ist und ordentlich Fotos macht, da kann man ja auch wieder nur sagen, liked unsere Facebook-Seite, da haben wir auch ganz oft Fotos von dir auf der Seite, also kann ich nur empfehlen, da euren Like zu setzen bei Facebook. Dann haben wir, ja, schon wieder falsch, das ist nicht Bernd Jakob, den hatten wir gerade, also da dürfen wir uns nicht so irritieren lassen. So, jetzt haben wir aber jemand, den wir noch nicht hatten, mit der Startnummer 71, das ist Jan Weber, das Wattwurm Racing bei USoft Team. Also hier haben wir den Gewinner von vor 2 Wochen, das war wirklich eine richtig gute Leistung. Wer es nicht gesehen hat, dem kann ich nur empfehlen, auch bei P1 Media bei YouTube vorbeizuschauen. Da gibt es den Stream nochmal auf Abruf und das war wirklich ein richtig spannendes Rennen, auch zum Ende. Das wurde wahnsinnig eng. Das kann ich nur empfehlen. Das Rennen, das werde ich nicht so schnell vergessen. Und wer es nicht gesehen hat, kann ich nur die Empfehlung geben, es sich nochmal anzuschauen. Dann haben wir einen, ja, hellblauen, fast schon türkisen Audi. Das ist Peter Walter für Molitor Racing Systems bei VMR im Audi. Das ist nicht Jan Weber, das sind wir. Und... das haben wir fast schon alle durch. Es sind noch wenig Fahrer auf dem Server, aber wir haben jemanden, der fährt. Also ein bisschen Entertainment können wir jetzt vermitteln wenigstens. Das ist im Ferrari Andreas Schmidt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal eine Runde Onboard an. Der ja beim letzten Rennen Sechster geworden ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie kommt die Punktgleichheit zustande. Das kann ich mir nur so daraus schließen, dass es entweder eine Punktestrafe gab oder die beiden tatsächlich zeitgleich über die Linie gekommen sind. So, das kann ich dir auch nicht genau sagen, woran das liegt. Also wir sind mitten auf der Runde gerade. Das ist die Gerade vor der letzten Schikane und wir sehen schon, die ist wahnsinnig eng. Links rein, rechts rein und dann geht's wieder zurück auf Startziel. Das ist eine gute Überholstelle eigentlich, allerdings muss man da wirklich aufpassen. Wenn man noch nicht ganz vorne vorbei ist, dann kann es da Kollisionen geben und das möchte natürlich keiner. Also die Strecke sieht ziemlich reifen- und bremsenmordend aus, aber Bremsen werden, glaube ich, bei R-Faktor nicht so wirklich simuliert vom Verschleiß her, glaube ich. Ja, das stimmt. Außer man fährt natürlich jetzt eine viel zu kleine Kühlung. Aber das mit den Reifen, das stimmt auf jeden Fall. Da werden wir auch gleich nochmal nach dem Qualifying einer der ersten drei Fahrer dazu befragen. Das ist auf der Strecke wirklich ein Faktor, an den man denken muss. Denn wir haben viele schnelle Kurven und das heißt natürlich gleichzeitig, ja, Reifenverschleiß. So, ich würde sagen, wir machen nochmal eine kurze Pause, bevor es dann gleich ins Qualifying geht. Also, bleibt dran, gleich geht es los. So, wir sind zurück beim sechsten Lauf der DGTM, der SRD und von P1 Gaming. Ja, Max, jetzt geht's gleich los mit dem Qualifying. Das heißt, es läuft schon seit knapp einer Minute und wir haben schon den ersten Ausritt von Bernd Jankowiak. Haben wir hier im Bild. So, da haben wir schon das erste Mal den ersten Wagen auf Abwägen. Wir haben es gesehen, das Kiesbett hat definitiv ausgebremst. Also ziemlich stark. Ja, und vor allem sah es ziemlich holprig aus. Ja, das auch. Definitiv. Ja, und Bernd Jankowiak geht jetzt gleich schon auf seine erste schnelle Runde. Durch die Schikane ist er schon gefahren. Eigentlich müssten wir jetzt hier schon die Anzeige haben. Allerdings fehlt sie noch. Ali Amann hat bisher im Warm-Up die schnellste Zeit gefahren. Ich glaube eine 1,31 noch was. Der Moment, der erste, der gleich auf eine schnelle Runde gehen wird, das ist Simon Semmler. Da schalten wir natürlich jetzt noch mal hin. Beziehungsweise das System scheint ein bisschen gerade rumzuspinnen hier, denn gerade Ali Amann, bei dem schon die Zeit aufgegangen ist, also ein bisschen Verwirrung hier gerade. Jürgen Pangerl, der scheint der Erste zu sein, da gab es dann gerade hier einen Bug bei unserem Live-Viewer. Also Jürgen Pangerl geht als erstes auf die schnelle Runde, sind wir doch mal on board mit dabei, würde ich sagen. Ja, wir sehen hier die nächste Schikane. Da wird es dann, wie gesagt, später immer wieder eng werden und ich bin gespannt, ob es da dann Unfälle gibt. Wir haben davon so ein paar auf der Strecke. Hier haben wir jetzt schon die nächste davon. Und hier ein kleiner Fehler, ein bisschen verbremst, würde ich einfach mal sagen. Der erste Sektor, also der war definitiv nicht so gut. Bei den Onboard-Aufnahmen, dass es eine sehr, sehr schnelle Strecke ist. Ja, sie ist definitiv schnell. Und am Ende kommt bei ihm eine 1,33,605 raus, Position 2 für ihn. Wir schalten weiter. Im Moment auch noch sehr gut dabei ist Bernd Jankowiak. Das wundert mich so ein bisschen, dass er überhaupt an den Start geht. Oder fährt er auch zurück an die Box? Denn von Bernd Jankowiak kennen wir doch eigentlich immer im Qualifying gar nicht erst starten. Weil man eigentlich immer von hinten starten möchte. Und siehst du da, der fährt auch wieder zurück an die Box. Also es scheint so, als würde man jetzt langsam ja, ein anderes Programm machen. Dieses Mal fährt man erstmal durch die Box durch. Er ist tatsächlich durch die Box gefahren, damit die Zeit nicht gewertet wird. Also man wird immer offensiver im Tarmac Sharks Team, um es mal so zu formulieren. Dieses Mal Qualifying mit dabei, aber durch die Box fahren. Was kommt als nächstes? Nächstes Mal vielleicht sogar Qualifying Zeit. Ja, warten wir mal drauf. Dann schalten wir schnell zu Ali Amann, der hat nämlich zweimal gute Zeiten gehabt, aber es reicht noch nicht ganz. Wir sind noch oh Mann, jetzt stotter ich mir einen zurecht hier. Wir sind hier noch kurz vor Start und Ziel. Und es reicht nicht. 21.000stel hinter Karl-Heinz Kluth, das ist mal verdammt eng. Und wir haben Gelb im ersten Sektor. Finden wir, ja, da haben wir ihn. Andreas Schmidt ist langsam. Verdammt langsam sogar, aber das ist am Ende der Boxenausfahrt gewesen. Ich denke, das war beabsichtigt, um da den Leuten von der schnellen Runde her Vorfahrt zu gewähren. An der Spitze Karl-Heinz Kluth wieder sehr gut dabei. Im ersten Sektor eine 29,4. Das passt. Und auch im zweiten Sektor eine Fabelzeit. Macht insgesamt nochmal fast eine halbe Sekunde Vorsprung auf seine eigene Zeit. Ali Amann dahinter hat im ersten Sektor schon 13. Rückstand. Also Karl-Heinz Kluth, der kontrolliert das Ganze hier. Und am Ende konnte er seine Bestzeit nochmal um 3 Zehntel unterbieten. Und da kommt er ins Kies. Also das war's und er escaped sofort. Heißt, das Qualifying ist für ihn beendet. Er meint, dass er gut genug war, um nicht mehr rauszufahren. Damit hat Ali Amann jetzt eigentlich freie Bahn für die Pole Position, wenn er denn die Runde schafft. Die war es noch nicht, aber er ist nah dran gekommen. Nur 1 Zehntel Rückstand. Also, da muss sich der Karl-Heinz Kluth warm anziehen. War das vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu früh, um aufzugeben? Max, was meinst du? Das kann sehr gut sein. Also, die Strecke wird ja auch noch wärmer. Und es kommt auch mehr Gummi da drauf. Also die Zeiten werden auf jeden Fall schneller. Ob das jetzt reicht für Ali Amann, das weiß ich nicht. Aber es könnte auf jeden Fall. Ja, gucken wir mal, wie das entwickelt. Simon Semmler, erste Sektorenzeit war gut, die zweite nicht so. Hat schon 15. Rückstand jetzt. Das würde ihn aber trotzdem ein bisschen nach vorne spülen. Besser gesagt, bis auf Position 3. Von im Moment Platz 7. Schauen wir, was herauskommt am Ende. Eine 1. 32,941, damit auf Platz 4 nach vorne gekommen. Und Ali Amann auf Position 2 ist auf Bestzeitkurs. Wobei genau das gerade widerlegt wurde hier unten. Hat er nämlich fast 2 Zehntel Rückstand. Was kommt am Ende raus? Wie ist Sektor 3? Er war gut. 4 Zehntel Vorsprung. Was hat er denn daraus gehauen im letzten Sektor? Was für ein letzter Sektor. Damit die Pole Position im Moment für Ali Amann. Karl-Heinz Kluth, der kann nicht mehr da einwirken. Allerdings Andreas Bär ist im Moment an der Box, aber ich denke, der kann noch fahren. Der hat sicherlich nicht auf Escape gedrückt. Und dahinter Simon Semmler auch noch mit einer Sekunde dahinter in Schlagdistanz. Allerdings wird ja Karl-Heinz Kluth auch zurückgesetzt, ne? Wieso wird er zurückgesetzt? Ach so, stimmt, hast recht, er hat eine Strafe. Da hast du recht. Hab ich schon wieder ein bisschen verdrängt. Damit geht dann Platz 2 schon an Andreas Bär, den wir hier im Bild haben. Aber er kann natürlich noch versuchen, auf Pole zu fahren. Ich denke, das wird auch sein Ziel sein. Im Vordergrund haben wir gerade den schwarzen Z4 gesehen. Markus Broch doch mit auf dem Server dabei. Musste leider über Internetprobleme klagen, kurz vor dem Rennen heute Abend. Hoffen wir mal, dass er durchkommt. Jetzt haben wir gerade Andreas Bär im Bild. Genau, auf Position 5. Wobei, wir sollten mal zu Simon Semmler schalten. Der hat nämlich im ersten Sektor eine ganz passable Zeit. Nur 4 Zehntel Rückstand. Der auch den einzigen Lamborghini im Feld bewegt, neben seinem Teamkollegen natürlich. Ja, du sagst das. Oh, da hat er den Wagen ein bisschen verloren. Da ist er ein bisschen in Schlingern geraten. Und da war es das auch schon mit einer sehr guten Zeit. Hat ihm gleich nochmal gut ein paar Zehntel gekostet. 8 Zehntel sind es jetzt schon. Also das wird auch nichts. Und Bernd Jankowiak immer noch unterwegs, aber ohne Zeit. Also der macht das tatsächlich so, dass er immer durch die Boxengasse fährt und dadurch dann keine Zeit auf dem Asphalt bringt. Was bringt ihm das genau? Ja, ich denke, der möchte einfach ein bisschen Fahrpraxis noch sammeln. Ja, aber warum fährt er nicht einfach eine Zeit? Ja, das weiß ich auch nicht, aber das ist ja die Strategie bei Tarmac Sharks. Ist ja schon mal ein Fortschritt, dass die überhaupt im Qualifying den Wagen auf die Strecke bringen. Na guck, da fährt er jetzt gleich wieder raus, glaube ich. Ah ne, jetzt hat er sich zurückgebeamt. Ja. Normalerweise fahren die ja gar nicht auf die Strecke und heute wenigstens ein bisschen auf der Strecke dabei. So, Ali Amann wieder im Bild. Kann er sich nochmal verbessern? Das wäre natürlich nochmal ein Ding. Da kommt er weit raus. Die Runde... die ist schon mal nicht so gut. Ja, und oben, ich finde, da zieht es gerade so ein bisschen zu, habe ich das Gefühl. Also, die Wolkendecke, die wird ein bisschen dichter. Aber nach Regen sieht es immer noch nicht aus. Aber das kann ja noch werden. Wir haben ja ein Rennen über 1 Stunde auf dem Programm. Von daher, da ist auf jeden Fall noch Zeit da, dass der Regen einsetzen kann. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. So, und Ali Amann versucht da immer noch, seine Zeit zu verbessern. So war anscheinend noch nicht alles, was er gezeigt hat. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Wobei die Runde hier natürlich nichts ist. Wir hatten schon einen Fehler vorhin im Bild. Dahinter alle drei an der Box. Der erste, der wieder mit dabei ist, Andreas Bär. Den haben wir hier im Bild. Und er ist auch noch mit dabei. Nur ein 1/10 Rückstand in Sektor 1. War eine gute Zeit. Mal schauen, wie er das weiter so ummünzen kann. Da haben wir schon 6 Zehntel. Also Sektor 2, da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen mehr leisten, um weiter nach vorne zu kommen. Was kommt am Ende raus? Kann er sich verbessern? Von Position 5 auf Position 5. Da hat sich nichts getan. Im Vordergrund Markus Broch, der fährt direkt dahinter. Ja, mit einer 1,34. Also, da geht bestimmt noch was. Der erste Sektor. Da schon einen kleinen Rückstand, 5 Zehntel schon. Auch keine persönliche Bestzeit. Oh, da fährt er hart über die Randsteine. Aber kann das Auto gut rüberbringen. Kein Ausbruch des Hecks zu beobachten. Und Sektor 2, was sagt der? Deutlich mehr Rückstand, da hat er nochmal eine Sekunde drauf bekommen. Von hinten kommt jetzt auch schon Andreas Bär. Und die Zeit ist abgelaufen. Vorne wird sich nichts mehr ändern und Markus Broch gibt die Runde auch auf. Genauso wie Jan Weber, Peter Walter und Andreas Bär auch, so wie ich das gesehen habe. Alle schon wieder zurück an der Box. Also, wir haben das Endergebnis des Qualifyings vor uns liegen. Also, Ali Amann gewinnt das Qualifying vor Karl-Heinz Kluth, der allerdings nach hinten gesetzt wird. Dahinter haben wir Jürgen Pangerl, dann Andreas Bär auf Platz 5, Simon Semmler, dann den gerade im Bild gesehenen Markus Broch auf Platz 6. Dahinter Jan Weber, der Sieger von vor 2 Wochen, war heute noch nicht so gut dabei im Qualifying. Dann haben wir Andreas Schmidt auf Platz 8, Platz 9 geht an Peter Walter, Platz 10 an Kevin Becker und Platz 11 an Bernd Jankowiak. Damit haben wir das Qualifying gesehen. Ja, Max, ich denke, das ist keine große Überraschung, was wir hier sehen. Ali Amann wieder mit einer guten Leistung vorne mit dabei, genauso wie Karl-Heinz Kluth und Jürgen Pangerl, auch noch auf Position 3. So, wir werden uns schnell die ersten drei schnappen und dann melden wir uns gleich wieder zum Interview mit den ersten drei. Bis gleich. So, da sind wir zurück, jetzt zum Interview mit den ersten dreien, gerade aus dem Qualifying. Wir fangen an, logischerweise, mit dem Pole-Setter. Ali Amann auf Position 1 nach dem Qualifying. Ja, Ali, Position 1, Pole Position, ich denke, damit kann man zufrieden sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist ganz gut gelaufen. Ja, das denke ich auch. Wie sieht es gleich aus mit dem Rennen? Was meinst du? Wo geht's für dich hin? Musst du eher nach hinten gucken oder orientierst du dich auf den Sieg, also Start-Ziel-Sieg? Was meinst du? Ne, ich denke, ich werde die Position auf jeden Fall anfechten, weil ich habe ziemlich viel trainiert. Ist auch eine meiner Lieblingsstrecken. Habe auch ein ordentliches Setup hingekriegt. Ich denke, das müsste eigentlich ganz gut laufen im Rennen. Ja, es hört sich doch gut an. Kein Blut direkt dahinter, der bekommt ja gleich noch eine Strafversetzung. Ja, dann dahinter, hinter dir wird dann Jürgen Pangerl starten. Was meinst du, wird er dich gleich angreifen am Start? Oh, ich denke, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der Jürgen der Starter ist. Den Start habe ich eigentlich auch ganz gut drauf. Ich denke, ich mache mir da keine Sorgen. Ja, den werden wir gleich dazu dann befragen, aber erstmal kommen wir zu Karl-Heinz Kluth. Position 2 im Qualifying. Ja, bist du mit der Leistung zufrieden, aber ich denke, jetzt natürlich durch die Strafversetzung gleich im Rennen, da musst du jetzt erstmal ein bisschen wieder gleich aufholen, ne? Ja, okay, ich habe es also ja selber auch verbockt. Ich habe ja da irgendwo auch so ein bisschen gecuttet gehabt und insofern muss ich eben halt dann von Platz 5, müsste es ja dann sein, starten und mich halt so ein bisschen nach vorne orientieren. Ich bin auch nicht der super gute Starter und meistens kann ich ja da auch die super Quali-Zeit aus dem Rennen, aus dem Quali nicht im Rennen umsetzen, das ist ja bekannt, insofern schauen wir mal. Ja, mal gucken, wie es dir so ergeht. Ja. Gut, dann wünsche ich dir und natürlich auch Ali, ja, euch beiden viel Glück gleich im Rennen und danke fürs Interview. Danke. Super, danke. So, dann kommen wir jetzt noch zu dem Jürgen Pangerl. Ja, ich habe gerade schon gefragt, ob du angreifen wirst gleich beim Start. Wie ist es? Willst du gleich nach vorne? Nee, ich denke, der Ali braucht sich keine Sorgen machen. Also bei mir ist es immer aus, ähnlich wie beim Karl-Heinz, dass ich die Zeiten im Quali relativ gut hinkriege, solange niemand um mich rum ist. Und dann, wenn es darum geht, nachher im Rennen macht die Nervosität wieder einem den Strich durch die Rechnung. Ja, wir schauen. Hoffen wir mal, dass die Nervosität dir nicht einen Strich durch die Rechnung macht. An dich nochmal ganz kurz die Frage. Der Max, der hat vorhin schon so die Vermutung gegeben, dass die Strecke ziemlich reifenabnutzend ist. Ist das so auch in der Praxis? Habt ihr da Probleme? Wir haben gerätselt, ob wir eventuell ohne Boxenstopp durchkommen. Also ich bei meiner Fahrweise glaube es nicht, so wie ich es beobachtet habe. Deswegen werde ich einen Sicherheitsstopp machen, auch wenn es mich nach hinten schleudert. Okay. Ja, mal schauen, wie die Strategie dann heute so aussieht. Und dann nochmal ganz kurz eine Frage, wie sieht's aus bei euren Wettervorhersagen? Was meint ihr, oder was meinst du, Jürgen? Kann es heute Abend Regen geben? Ich glaube, so leichte Schauer kann es geben, oder? Vorausgesagt ist ja nichts. Aber ja, wir lassen uns überraschen. Ja, wir haben... Vorausgesagt ist jetzt seit neuestem nichts, aber ich habe das so ein bisschen beobachten können mit den Fahrern. In den letzten Tagen, da war immer wieder so ein bisschen Regen angesagt. Mal schauen, wie das heute Abend aussehen wird. Also ihr seid schon mal nicht auf Regen eingestellt. Ich hoffe, dass keiner kommt. Ich habe es getestet, aber mir wäre es lieber, wenn es trocken bliebe. Also mir wäre es ganz recht, wenn es regnet. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei euch dreien fürs Interview und dann melden sich Max und meine Wenigkeit in wenigen Minuten zum Rennstart wieder. Also bis gleich, bleibt auf jeden Fall dran. Yep. Danke. Danke. Yeah, no. sollten wir anfangen. So, wir sind zurück. Wir melden uns zurück live aus Zolder, aus Belgien. Jetzt gleich zum Rennen. Ja, Max, wir haben ein spannendes Qualifying gesehen auf einer wirklich sehr spannenden und gut gebauten Strecke. Ich denke, wir werden ein hochspannendes Rennen sehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, was wir auch von den Fahrern gehört haben, alles nach vorne, bis auf Karl-Heinz, der war ja recht, will jetzt nicht sagen pessimistisch, aber naja, der orientiert sich eher nach hinten, aber die zwei ganz vorne sagen ja beide angreifen. Ja, so muss das ja auch sein. Wir wollen ja hier Rennaction haben. Ja, wir sehen, wir gucken von hinten auf das Startziel gerade. Und gleich müsste es auch losgehen mit dem Rennen. Das Warm-up ist abgelaufen. Die Fahrer waren gerade nochmal kurz auf der Strecke, haben nochmal ein paar Erfahrungen sammeln können. Gucken wir mal in den Himmel. Wir sehen es bewölkt, aber kein Regen in Sicht. Die Fahrer haben es ja auch gerade gesagt. Also, nach Regen schaut's für uns leider nicht aus. Regen ist halt mal ein bisschen größer, noch der Spannungsfaktor. Wir haben, muss ich sagen, ein bisschen Pech gehabt. Da haben wir schon das Wettertool eingebaut hier in den Mod und haben bis jetzt leider erst ein Regenrennen aus 6 Rennen gesehen können. Also schade. Aber vielleicht haben wir da noch das ein oder andere Rennen im Regen vor uns. Ja, es ist ja auch nicht gesagt, dass es gar nicht regnen wird. Ja klar, die Wahrscheinlichkeit, die ist da, aber wie gesagt, der Himmel ist halbwegs blau und ein bisschen bewölkt und mal gucken, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Tropfen. So, die Einführungsrunde müsste gleich beginnen. An Bord sind wir bei Karl-Heinz Kluth, oder? Der ja, müsste, ja, ach, ja, stimmt. Aber dann müsste er eigentlich von weiter hinten starten. Startet hier von Platz 2, also da gab es dann vielleicht doch Probleme. Oder der Platz wird am Ende. Ah, nee, abgezogen. Das ist sein Teamkollege. Da haben wir uns vertan. Die Autos sehen beide gleich aus. Darum. Oh ja. Da ist natürlich sein Teamkollege Jürgen Pangerl auf Position 2. Also da hat die Orga alles richtig gemacht. Da durften wir uns nicht irritieren lassen. Ja, und Ali Amann geht gleich von Position 1 ins Rennen. Da wird er bestimmt aufgeregt sein jetzt. Aber er meint ja schon, er guckt nach vorne. Also wir dürfen gespannt sein, wie er das Ganze managen wird. 60 Minuten Rennzeit stehen auf dem Programm. Und wir dürfen gespannt sein, wie das Rennen verlaufen wird. Vielleicht gibt es ja so ein Krimi wie vor 2 Wochen. Das war wirklich richtig eng, wo es dann am Ende des Rennens um den Sieg ging und da die letzten 10 Minuten eigentlich dauerhaft das Duell um den Sieg ja zu sehen war. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass wir das heute wieder haben. Das war wirklich ein Rennen wie maßgeschneidert für den Zuschauer. Jetzt sehen wir gerade bei Ali Amann, dass er seine Bremsen aufwärmt. Das ist auch ziemlich wichtig, dass man nicht mit kalten Bremsen in die erste Kurve reinfährt. Ja, das obwohl ist definitiv das hier gut. Jetzt, glaube ich, gar kein so großes Problem ist, oder? Oder muss man da schon reinbremsen? Das ist ja die erste Runde, die ist schon ziemlich eng, die erste Linkskurve. Ja. Da werden wir gleich gucken. Und sie ist vor allem ziemlich eng. Also wir müssen da wirklich aufpassen und hoffen wir mal, dass es keine größeren Unfälle gibt. Ja, wieder eine blöde Kamera hier erwischt auf der Strecke. Also beobachten wir das doch aus dieser Ansicht hier. Haben wir nur leider keine Startampel. Oder wird die noch eingeblendet? Doch, die kommt. Ah, da ja. Ist sie. Also, das Rennen des heutigen Abends ist eröffnet. Vorne kommen alle gut weg. Wir sehen schon mal viel Rauch. Und langsam können wir die Fahrer erkennen. Vorne, Ali Amann konnte sich halten. Denkste, Es wird eng in der ersten Kurve auf jeden Fall, aber Andreas Bär konnte ihn nicht ganz überholen. Alle kommen ganz gut durch die erste Kurve durch, wir haben keine größeren Unfälle. Aber Jürgen Pangerl kann sich halten auf Position 3. Dahinter Simon Semmler. Und Markus Broch ist nach vorne gestürmt. Du sagst es, den haben wir hier, Position 7. Und dahinter ist es eng. Peter Walter im hellblauen Audi ist hier wirklich sehr eng im Fight gewesen. Aber alles gut. Der wird sehr durchgereicht, schon auf Position 9. Schade eigentlich. Er hatte schon recht gehabt, dass er nicht so der perfekte Starter ist. Wir sind an Bord bei dem führenden Ali Amann. Da geht's Andreas mit Jürgen Pangerl weit raus. Man sieht schon, die ersten zwei können sich so ein bisschen absetzen. Ja, da ist schon eine kleinere Lücke zu Jürgen Pangerl. Aber dahinter ist es eng. Simon Semmler sitzt da dem Jürgen Pangerl im Nacken. Es geht wieder auf der Gerade vor der letzten Schikane Richtung Startziel. Jetzt heißt Schwung mitnehmen, was und Simon da besser gelingt, aber da kann das Hecken und im bisschen. Hintergrund, da kommt nämlich schon, das ist nicht Andreas Bär, das ist Jan Weber. Simon, Jan Weber ist es. Von der auch bei USoft, dem Team. Der von hinten, weiter von hinten gestartet ist, oder? Genau. Kam schon gut nach vorne, der Sieger von vor 2 Wochen. Oh, und da vorne im Vordergrund, da ist es eng. Und da zu zweit nebeneinander. Geht er da zurück? Nein, ist vorbei. Simon Semmler jetzt vorbei an Jürgen Pangerl. Sehr gut gemacht. Jetzt auf Platz 3. Aber das hilft natürlich den beiden da vorne, die können sich da jetzt absetzen. Da ist schon 1,5 Sekunden sind die da schon vorne weg. Ja, und Peter Walter, der wurde ein bisschen durchgereicht, Platz 8. Und direkt dahinter Karl-Heinz Kluth, der wurde natürlich nochmal weiter durchgereicht. Schlechte Startphase für ihn. Dahinter schon mit einem etwas größeren Abstand haben wir Kevin Becker und dahinter Bernd Jankowiak. Also die Taktik mit dem Qualifying nicht teilnehmen, die hat es nicht so gebracht, konnten sich nicht im Feld mit einmischen. Und hier ist es eng. Karl-Heinz Kluth ist hier im direkten Duell mit Peter Walter und ich glaube, da wurde gerade sogar schon ein bisschen Lack ausgetauscht. Ja, ob das so eine gute Idee ist, da innen anzufahren. Oh, und da kommt das Eck. Oh. Aber er konnte ihn noch abfangen, aber das kostet natürlich Positionen. Jetzt geht da auch Kevin Becker dran vorbei. Und Bernd Jankowiak konnte ihn aber noch nicht überholen. Trotzdem, das hat wieder Plätze und auch Zeit gekostet. Jetzt auf dem vorletzten Platz. Ganz schlechte Anfangsphase für Karl-Heinz Kluth. Aber ich bin mir sicher, der wird da sich noch ein paar holen bis zum Ende. Es sind noch 56 Minuten, ist noch ein langes Rennen. Ali Amann an der Spitze, 0,8 Sekunden Vorsprung vor Andreas Bär. Dahinter haben wir Simon Semmler, Jan Weber, Jürgen Pangerl, Markus Broch, Andreas Schmidt, Peter Walter, Kevin Becker, Karl-Heinz Kluth und Bernd Jankowiak, der hier vorbeifährt. Also das Feld, das zieht sich schon langsam ein bisschen mehr in die Länge. Simon Semmler kann sich jetzt von Jan Weber absetzen, aber Jan Weber ist auch jetzt an Jürgen Pangerl vorbei. Mal sehen, wie lange das dauert, bis er den Vorsprung wieder zunichte gemacht hat, weil er ist ja einer der schnellsten Fahrer im Feld, oder? Ja, Jan Weber eigentlich schon, also zumindest nach der Vorstellung von vor 2 Wochen kann man das so unterschreiben. Vor 2 Wochen in Japan, da war er wirklich richtig, richtig gut mit dabei. Hat sich den Sieg sichern können in diesem wirklich spannenden Rennen. Über die letzten 10 Minuten, wo er wirklich sich die ganze Zeit verteidigen musste. Mal schauen, wo es heute für ihn hingeht. Das Podium ist auf jeden Fall drin. Von an der Spitze Ali Amann immer noch 1,2 Sekunden, 1,1 Sekunden. Ein Hauch konnte er sich dazu noch holen an Zeitvorsprung, aber das ist nicht viel. Andreas Bär konnte immer noch dranbleiben, aber dahinter, da ist schon eine etwas größere Lücke jetzt. 3,8 Sekunden schon auf den führenden Simon Semmler. Und die Spitze macht da auf Simon Semmler wirklich einen super Druck, sag ich mal. Also die fahren da wirklich im Vorsprung raus. Wir fahren jetzt mit bei Jan Weber. Markus Broch scheint da auch ranzukommen im Moment. Ja, du sagst es. Markus Broch mit einer guten Leistung heute Abend. Hoffentlich hält auch das Internet durch. Im BMW Z4 unterwegs. Hat gut eine halbe Sekunde Rückstand auf Jürgen Pangerl. Jürgen Pangerl natürlich auch einer der Verlierer vom Start. Da die Spitze schon wieder eine Sekunde gut gemacht. Ja, hier konnte man es gerade ganz gut sehen. Der Abstand, der ist groß geworden. Hier haben wir die ersten beiden, dann die Lücke auf Simon Semmler. Dann haben wir Jan Weber, dann Jürgen Pangerl, direkt dahinter Markus Broch, dann Andreas Schmidt. Und da ist wieder eine größere Lücke zu Karl-Heinz Kluth, der den Fehler hatte. Dann Bernd Jankowiak, dann, nee, andersrum, das war Kevin Becker, dann Peter Walter und dann Bernd Jankowiak, so rum. Gucken wir mal auf das Duell hier. Markus Broch gegen Jürgen Pangerl im Vordergrund. Und da geht er auch schon raus. Und das war zu viel. Zu optimistisch. Das war zu viel und das endet sofort im Kiesbett. Das hat Zeit gekostet. Schade, Markus Broch. Und fällt damit auch hinter Andreas Schmidt noch zurück. Ja, Position 7 heißt es dann somit für ihn. Gucken wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Ja, einfach den Bremspunkt verpasst und zu optimistisch reingebremst. Ja, definitiv. Hier kann man es ganz gut erkennen. Ne, hier nicht. Hier kann man es gut erkennen. Einfach zu spät gebremst und das Kiesbett, das stoppt halt sehr doll. Hat er Glück, dass er da nicht fast ganz stecken bleibt und das wird natürlich noch mehr Zeit kosten. Jetzt auch Karl-Heinz Kluth und Kevin Becker direkt hinter ihm. Ja, müssen wir beobachten. Am engsten wieder aufschließen können. Ja, am engsten ist es wirklich hier jetzt durch den, ja, durch den Ausflug ins Kies von Markus Broch sind die drei jetzt hier ziemlich nah beisammen. Und bei Kevin Becker, da ist es ja meistens so, der fährt ohne Boxenstopp durch, genauso wie sein Teamkollege Bernd Jankowiak und versucht dann so die Plätze gut zu machen. Das funktioniert immer ganz gut. Funktioniert natürlich nur durch diese pessimistische Fahrweise, die sie ja immer wieder an den Tag legen. Ah, jetzt verstehe ich die Taktik. Sie mit dem Qualifying nicht fahren und sowas. Die wollen sich einfach aus den Kämpfen raushalten, um die Reifen so gut wie es geht schon. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Man kann es natürlich aber auch so machen, dass man am Qualifying teilnimmt, sich dann in das Feld schiebt und dann mal einen auf langsam macht sozusagen und sich gar nicht gut verteidigt. Das würde ja schon ein bisschen die Gegner aufhalten und so viel Reifen kostet das dann gar nicht, aber beiden machen das eben so. Karl-Heinz Kluth hat er jetzt die Lücke zugefahren zu Markus Broch. Gucken, da kommt schon der erste Angriff. Und da müssen wir jetzt sehen, Markus Broch jetzt auch nicht so wirklich auf der Höhe mit der Fahrpraxis. Ja, und guck mal, Karl-Heinz Kluth ist glaube ich schon vorbei, jetzt innen. Ja, super Fight da. Ja, und da ist es schon passiert. zwei Kurven nebeneinander. So wie ich in der WTCC. Weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast. Ja, natürlich. Über die Randsteine hier, da haben wir gut sehen können, Kevin Becker zog über die Randsteine, das hat sofort Zeit gekostet. Und vorne Karl-Heinz Kluth scheint sich auch absetzen zu können von Markus Broch. Oh, und da steht Andreas Bär! Nee, Andreas Bär ist es nicht. Andreas Schmidt ist es. Oh, und der steht da dem Peter Walter im Weg. Gucken wir uns das in der Wiederholung an. Muss alleine passiert sein. War nicht zu schnell in die Kurve reingefahren. Ja, ist er. Ja, überbremst. Und dann kam das Heck. Aber alle können da gut ausweichen. Aber Peter Walter stand Peter wieder Walter, so ein bisschen. Ja. 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 Ist aber nicht mehr passiert zum Glück. Also wir haben hier eine schöne, eine große Fehlerrate haben wir hier heute Abend. Allerdings auch weniger Fights als vor 2 Wochen leider. Oh, da im Hintergrund, da kam Andreas Bär weit raus und Simon Semmler konnte sofort ein bisschen aufschließen. Ah, sowas darf nicht passieren. Also die Strecke ist wirklich anspruchsvoll und das zeigt eben hier, dass man hier immer voll dabei sein muss und sonst geht's halt ziemlich schnell mal in die Mauer oder halt ins Kiesbett. Das haben wir gerade schon jetzt öfters gesehen. Ja, und hängt sich Simon Semmler jetzt schön in den Windschatten von Andreas Bär, der da auch ziemlich aggressiv aufsetzt. Also der hat da anscheinend das Auto schon ziemlich tief eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die Autos mit dem Topspeed verhalten, wenn es aufsetzt. Da ja, könnte auch Topspeed verloren gehen durch. Das stimmt. Aber Andreas Bär, bei dem scheint jetzt so ein bisschen der Rhythmus raus zu sein. Simon Semmler kann ihn wirklich sehr gut unter Druck setzen hier. Und ich glaube, das geht nicht mehr lange gut. Ja, und wer ist dahinter? Jan Weber, glaube ich. Ja, der kann jetzt natürlich auch so ein bisschen aufschließen. Vorne Ali Amann, der konnte sich jetzt schon 2,1 Sekunden absetzen. Aber es ist alles noch sehr eng, muss man wirklich so festhalten. Na, jetzt konnte sich Andreas Bär wieder ein bisschen absetzen, also der größte Leistungsabfall, der scheint vorbei zu sein. Ist jetzt, kann jetzt natürlich auch sein, dass er einfach in dem Sektor schneller fahren kann, durch Setup. Ja, wir werden das auf unserem Zeitmonitor beobachten, aber hier haben wir ein teaminternes Duell, und zwar Jürgen Pangerl gegen seinen Teamkollegen Karl-Heinz Kluth. Kluth ist ja durch seinen Fehler vorhin nach hinten gereicht worden und arbeitet sich jetzt langsam wieder durchs Feld. Er hat sich da super nach vorne gearbeitet, vom vorletzten Platz jetzt auf Platz 6. Da gehört schon was zu. Und da kommt das Heck, das war zu spät gebremst von Jürgen Pangerl. Genau. Dadurch ist der Abstand nochmal ein bisschen geschmolzen. Mal gucken, ob es da auch die Teamorder gibt oder ob da wirklich gegeneinander gefahren wird. Oh, jetzt hat hier Karl-Heinz Kluth ein bisschen zu spät gebremst. Ja, Teamorder denke ich nicht, aber ich denke mal, dass der Jürgen Pangerl nicht allzu viel Gegenwehr leisten wird, wenn er merkt, dass der Karl-Heinz schneller ist als er. Oh, und da wieder kleiner Verbremser vorne vom Jürgen Pangerl. Und dahinter ist ein zweites Duell entfacht worden, und zwar Markus Broch gegen Kevin Becker. Der Chef gegen den Server-Admin. Oh! Oh! Mitten auf der Geraden fährt er da gegen die Mauer. Ja, was war da denn los? Konzentrationsschwierigkeiten oder? Auf die rechte Seite achten im Bild. Der kommt da ein bisschen zu weit nach rechts einfach aufs Gras und wird darüber gezogen. Ja, aber er konnte den Wagen noch abfangen, aber da ist auch was kaputt, glaube ich. Ein bisschen ja. Vielleicht. Ja, also das Lenkrad wird nicht mehr so gerade stehen, glaube ich. Das stimmt. Musst auch abreißen lassen sofort. Was ist... Wie kann sowas denn passieren? Das darf nicht passieren. Ja, der versucht da einfach so viel wie möglich von der Strecke mitzunehmen und das war dann eben zu viel. So, jetzt kam Karl-Heinz Kluth hier besser als sein Teamkollege durch die Schikane am Ende. Der ist auch im Windschatten drin. Und da gibt es das Überholmanöver, das war keine Team... Oh, aufpassen, Jungs! Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade schon sagen, das war keine Teamorder, aber nett vorbeigelassen. Aber da gab es doch noch die Berührung. Und da kommt Jürgen Pangerl weit raus. Ah, das muss doch nicht sein. Und hier gab es auch die Positionsveränderung. Da muss Markus Broch einen Fehler eingebaut haben. Das war da los. Oh, das sah nach einem schönen Drift aus. Festhalten, ja. Da ist Kevin Becker dann auch wieder vorbei. Genau. Und hier haben wir eine Kollision gehabt, oder was war jetzt los? Jürgen Pangerl zurückgefallen. Da muss jetzt noch ein gröberer Schnitzer zwischenzeitlich gewesen sein. Oh ja. Nachdem wir weggeschaltet haben, ist er dann noch links ins Kiesbett gefahren. Also das Überholmanöver durch seinen Teamkollegen hat seine Konzentration aber wohl mächtig angefochten. Das gibt's ja nicht. Da gibt es das Überholmanöver. Und auch Markus Broch ist vorbeigegangen. Ja, das gibt's ja nicht. Die Autos fahren alle bei ihm vorbei. Gibt's da vielleicht ein technisches Problem? Ja, vielleicht hat er da auch einen Schaden am Auto, aber nach einem Plattfuß sieht es auf jeden Fall nicht aus, dann wird er Rauchschwaden hinter sich herziehen. Also, Jürgen Pangerl auf jeden Fall in Problemen, entweder konzentrationsmäßig oder vielleicht sogar am Auto ein Schaden, das können wir nicht genau sagen. Auf jeden Fall läuft es bei ihm halt nicht mehr. Wir schalten mal wieder an die Spitze, dort Ali Amann mit einem guten Vorsprung. Vor Andreas Bär und dahinter Simon Semmler. Der konnte sich wieder ein bisschen ranarbeiten. Nur noch eine halbe Sekunde Rückstand. Das Rennen, das brauchte so ein bisschen, um in Gang zu kommen. Aber jetzt haben wir hier wirklich wieder einen schönen Rennrhythmus mit schönen Duellen. Also das kann sich doch sehen lassen. Und hier kommt auch langsam Andreas Schmidt, der sich vorhin gedreht hat. Der kommt ja auch langsam an Jürgen Pangerl dran. Also beim Jürgen, da ist jetzt der Wurm drin. Neun Zehntel, also knapp eine Sekunde. Der Vorsprung, der jetzt aber wieder geschmolzen ist, da Jürgen Pangerl wieder Schnitzer hatte in der letzten Schikane. Jetzt sind es nur noch 5 Zehntel, eine halbe Sekunde also. Was ist mit Jürgen Pangerl los? Und auch da kommt er wieder weit raus. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Und auch hier wieder. Kann auch sein, dass die Reifen jetzt ein bisschen überhitzt sind. Und dass er die nicht mehr von der Temperatur runterbekommt. Ja, ich glaube eher, dass er da einen Aufhängungsschaden hat, dass da dran liegt. Kann natürlich sein, dass das passiert ist im Duell mit seinem Teamkollegen, aber sowas darf natürlich nicht passieren. Und jetzt ist Andreas Schmidt auch dran. Man sieht aber auch ganz klar, dass bei Jürgen Pangerl, der kann nicht mehr richtig gut fahren. Wobei Andreas Schmidt jetzt hier auch sehr gecuttet hat, muss man wirklich mal festhalten. Und da gibt es, glaube ich, gleich den Angriff. Außen. Und das passt auch. Da hat Jürgen gar nicht so viel Gegenwehr geleistet. Also irgendetwas stimmt da nicht. Da ist wirklich irgendetwas kaputt gegangen. Ich vermute bei der Berührung mit seinem Teamkollegen Karl-Heinz Kluth. Das ist natürlich doppelt bitter. Bernd Jankowiak holt seine Runden hinten einsam und allein im Fahrerfeld herunter, hat 8 Sekunden Rückstand auf Peter Walter. Also bei dem, da geht es noch nicht so richtig nach vorne, aber wenn er mit einem ohne Stopp durchfährt, dann könnte natürlich sich das wieder ein bisschen lohnen. Sein Teamkollege Kevin Becker, der ist schon besser dabei, Position 6. Und wenn er ohne Boxenstopp durchkommt, dann geht es da für ihn wieder ziemlich weit nach vorne. Also das sieht gut aus für den Mann vom Tarmac Sharks bei Schubert Motorsport Team. Wettertechnisch müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. Nach fast einer Hälfte des Rennens haben wir immer noch blauen Himmel mit nur wenig Wolken. Also da scheint der Wettergott mal wieder, ja, es gut mit den Fahrern meinen zu wollen. Kein Regen also heute Abend wieder hier in Zolder. Mal gucken, wie es dann in 2 Wochen aussehen wird. Da haben wir dann das nächste Rennen im Programm. Und zwar auf dem Salzburg-Ring, wenn ich das hier richtig sehe. Wobei das eigentlich nicht stimmen kann. Den Norisring. Norisring, genau, da haben wir es. Ja, Markus Broch hat hier einen guten Vorsprung. Gehen wir mal wieder in die Spitze. Im Moment leider keine Duelle auf der Strecke. Ali Amann 4,2 Sekunden Vorsprung vor Andreas Bär, dahinter 1,2 Sekunden Simon Semmler. Dann wieder 2 Sekunden auf Jan Weber. Dann haben wir Karl-Heinz Kluth auf Platz 5, könnte sich wieder gut nach vorne arbeiten nach seinem Schnitzer in der Startphase. Dann Kevin Becker, dann Markus Broch, hoffen wir mal, dass da die Internetleitung durchhält. Dann Andreas Schmidt, Jürgen Pangerl auf 9, Peter Walter auf 10 und als letztes unterwegs im Moment Bernd Jankowiak. Wir gucken mal wieder auf Position 2 und 3. Da ist es im Moment nach wie vor am engsten. 1 Sekunde trennen die beiden hier. Sonst haben wir, wie gesagt, im Moment ein Feld, was sich auseinandergezogen hat. Simon Semmler kommt näher dran, noch 7 Zehntel, also... Aber auch eher auf der Bremse. Wenn es ans Rausbeschleunigen geht, zieht da Andreas Bär schon so ein bisschen weg. Das macht er dann auf der Bremse und in den Kurven wieder gut. Ja, spricht für die Beschleunigung vom Aston Martin. Audi. Ach, das ist gar nicht. Das ist ein Audi. Oh Gott. Das ist natürlich jetzt wieder peinlich für mich. Ich habe mich jetzt orientieren lassen, irritieren lassen von dem Aufzug hier auf dem Heckflügel. Das sieht so aus wie, wie hinten auf einem Aston Martin. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, was ich gerade meine. Diese Zahl da, Q8RS, wenn ich das richtig lese. Das sieht ein bisschen aus wie das von einem Aston Martin. DB9RS. Ja, ich denke, das meine ich. Oh, da fährt er hinten drauf! Simon Semmler, was macht er denn? Ja, einfach den Pluspunkt wieder verpasst. Und dahinter, dadurch, dass es hier diesen kleinen Auffahrunfall gab, ist Jan Weber wieder näher dran gekommen. Also, das Ganze macht jetzt hier das ganze Duell zwischen diesen drei Fahrern wieder spannender. Der kleine Fehler von Simon Semmler bringt also wieder ein bisschen mehr Spannung hier rein. Vorne an der Spitze Ali Amann konnte natürlich jetzt dadurch wieder seinen Vorsprung vergrößern. Und jetzt kann sich Jan Weber dahinter setzen. Genau, der ist jetzt gut eine Sekunde rangekommen. Karl-Heinz Kluth auf Platz 5 hat im Moment auf diese Dreiergruppe nochmal gut 6 Sekunden Rückstand, also der muss noch ein bisschen mehr Zeit aufholen, um damit eingreifen zu können. Kevin Becker nicht weiter hinter, aber wie gesagt, der ist bestimmt wieder auf einer Einstoppstrategie unterwegs, da könnte es dann dadurch wieder ihn nach vorne spülen, müssen wir auf jeden Fall schauen, ob das aufgeht mit seinem Boxenstopp reinrennen. Vielleicht schalten wir mal durchs Feld durch. Ja, das machen wir mal. Wie gesagt, vorne Ali Amann immer noch gut dabei. 7 Sekunden Vorsprung auf Andreas Bär. Dann haben wir auf Position 3 Simon Semmler, Position 4 Jan Weber, Platz 5 Karl-Heinz Kluth, Platz 6 Kevin Becker, Platz 7 Markus Broch, 8. Platz Jürgen Pangerl. Der fällt tatsächlich immer weiter zurück. Der Schaden scheint groß zu sein an seinem Auto. Denn Peter Walter ist bald dran. Dann Bernd Jankowiak auf Position und der 10 und der dreht sich. Hast du ein gutes Gespür gehabt? Wo ist der Rückwärtsgang? Da ist er gewesen. Jetzt Andreas Schmidt auch an ihm vorbei. Also das Reifenschonen hat jetzt nicht so wirklich geklappt. Ja, Andreas Schmidt war gerade schon in der Box. Deshalb ist er gerade ganz hinten gewesen. Der hat gerade schon seinen Boxenstopp abgesessen. Wir schalten hier hin, denn da müsste es bald das Duell zwischen Peter Walter und Jürgen Pangerl geben. Ja, man sieht es ganz klar, dass Jürgen Pangerl behindert ist. Also von seinem Auto her. Kann hier nicht mehr richtig eingreifen. Sehr, sehr schade. Der von Position 2 ins Rennen gegangen. Und gelb haben wir wieder im letzten Sektor. Da haben wir es. Andreas Schmidt hat sich gedreht. Oh Mann, das ist natürlich bitter. Wer macht's da? Bernd Jankowiak gleich. Genau an der gleichen Stelle. Ja, und Jürgen Pangerl, der kommt, ja, wird immer wieder in den Kurven nach außen gedrückt, so kommt es mir vor. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr schade, dass das Auto den Schaden wohl hat, besonders halt nach seinem Unfall, seiner Berührung. Es war ja kein Unfall, es war eine leichte Berührung eigentlich nur mit seinem Teamkollegen Karl-Heinz Kluth, wodurch er jetzt hier behindert wird. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schade, es tut mir richtig leid für ihn. Ali Amann hat jetzt in der vergangenen Runde eine Sekunde verloren, wieder auf seinen Verfolger. Ja, vielleicht ist er in der Box, am Ende. Oder? Ne, ist nicht in der Box. Aber die Reifen scheinen bei ihm jetzt ein bisschen nachzulassen. Müssen wir auf unserem Zeitenmonitor beobachten. Allerdings wird jetzt ziemlich schnell klar, dass irgendwie der Peter Walter nicht ganz ranfahren kann. Also auch hier wieder ein kleiner Fehler. Also durch den Schaden beim Jürgen Pangerl scheinen die beiden so ungefähr auf einem Niveau zu fahren. Ganz vorbei kommt. Bis jetzt kommt Peter Walter nicht ganz vorbei. Das Rennen ist noch lang, 26 Minuten noch auf der Uhr. Wir gucken mal wieder nach vorne. Ali Amann nun wieder 4 Zehntel schneller als seine Verfolger, also es war wohl nur ein kleiner Schnitzer in der letzten Runde. Und hier wird's wieder eng. Simon Semmler konnte die Lücke zum Andreas Bär wieder ein bisschen zufahren, also hier können wir uns wieder auf ein Duell freuen und da hat Andreas Bär gerade einen Quersteher gehabt. Simon Semmler ist dran. Auch sehr gut zu sehen ist da die Delle bei Andreas Bär hinten im Auto. Ja, da gab es ja vorhin eine kleinere Kollision mit Simon Semmler, auf deren Auto wir ja gerade sind. Wir sind jetzt schon 5 Minuten über der Rennhälfte und bis jetzt war nur Andreas Schmidt an der Box. Also es scheint so, dass die meisten ohne Stopp durchfahren wollen. So, jetzt haben wir hier ein stehendes Bild leider. Ja, ich hab das auch. Müssen wir mal ganz kurz... Ah, da ist es wieder. Da haben wir das Bild wieder. Also ich zumindest. Musst du mal gucken, ob du das einfach einmal aktualisieren. Ich glaube, das lag an mir. Ja, dann aktualisiere einmal dein Bildschirm, dann sollte es wieder gehen. Also, Simon Semmler weiterhin hinter Andreas Bär und man sieht ganz klar Jan Weber, unser Fahrer aus dem Wattwurm Racing bei USoft Team, der ist jetzt wieder näher rangekommen. Ali Amann überrundet schon Bernd Jankowiak gleich. Hoffen wir, dass da alles gut geht, aber Bernd Jankowiak, ein sehr konstanter und eigentlich auch routinierter Fahrer, da sollte nichts passieren. Bin sehr gespannt, wie die... Oh, und da verbremst sich Simon Semmler. Nee, das war mit Absicht, der fährt an die Box. Ja? Ach ja, da ist die Box einfach. Ich dachte, das wäre die erste Kurve gewesen. Nein. Ja, ich wollte es gerade ansprechen, wie die Spitze das jetzt mit den Boxenstops hält. Ob die da versuchen durchzufahren oder doch eher Sicherheitsboxenstopp machen. Ja, der Vorteil von den Boxenstopps ist natürlich dann die frischeren Reifen, die bringen einen enormen Vorteil. Und es ist natürlich auch ein Vorteil, umso später man diesen Boxenstopp setzt, denn umso weniger Sprit muss nachgetankt werden, wenn man denn nicht den vollen Sprit mitgenommen hat. Bei Simon Semmler scheint mir das so, als hätte er das Reparieren vom Schaden nicht ausgestellt und das kostet ihn wertvolle Sekunden. Das darf eigentlich nicht passieren. Auch ja. Jürgen Pangerl und gleichzeitig Peter Walter kommen an die Box. Und bei dem Jürgen Pangerl, da hoffe ich jetzt mal ganz, ganz doll, dass der nicht vergessen hat, die Reparatur von seinem Schaden auszuschalten. Das sieht aber dann noch aus. Ja, gucken wir 15. mal. Ja, die Startzeit ist schon zu lange. Ich denke, das hat er nicht ausgeschaltet und dadurch wird er... Nein, nee, es geht. 20 Sekunden. Ich glaube, und auch Peter Walter kommt ungefähr gleichzeitig wieder weg. Da hat er nur nachtanken lassen. Alle mit einer ungefähr gleichen Standzeit. Simon Semmler hat der Boxenstopp jetzt auf Position 7 zurückgeschoben und damit Ali Amann vorne alleine unterwegs. Das war aber schon davor, aber dahinter dann natürlich Andreas Bär mit Jan Weber unterwegs und der Jan, der konnte auch die Lücke auf Andreas Bär jetzt zufahren. Also es scheint mir so zu sein, dass die Reifen beim Andreas Bär nachlassen würden und da würde sich ein Boxenstopp sicher lohnen. Und wir haben wieder Gelb im letzten Sektor. Simon Semmler. Da haben wir da kurz im Bild gehabt, der stand da. Schon über da war er wieder. Ja, jetzt fährt er wieder. Was ist da passiert? Ist aufs Gras gekommen und dreht sich und schlägt ein und verliert seinen Frontsplitter. Das war gerade in der Box. Ja, das wird wahrscheinlich auch den Grund haben, dass die Reifen noch nicht warm waren und er geht natürlich sofort an die Box, lässt den Schaden reparieren und dadurch ist das Rennen für ihn eigentlich beendet. Denn der Reparaturstopp, der wird jetzt wieder ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen und das kostet ihn natürlich wertvolle Positionen im Feld. Also das Podium hat er durch diesen Unfall weggeworfen. Dadurch Jan Weber jetzt auf Podiumskurs. Und wie lange steht Simon Semmler? Er steht natürlich jetzt lang. Davon kannst du ausgehen. Kann ich auch länger als bei seinem ersten Boxenstopp. Ich denke mal, das wird jetzt so an die 40 Sekunden dauern, oder? Das ist, glaube ich, ganz gut geschätzt. Also noch drüber weg. Ja, hast du schon mal zugeschätzt. 44 Sekunden hat der Reparaturstopp gekostet. Zu viel Zeit, wenn man hier etwas Gutes erreichen möchte. Das bringt ihn bis auf Position 11 zurück. Und dadurch ist eigentlich auch das Rennen für ihn gelaufen. Den einzigen, den er vielleicht noch überholen kann, ist Bernd Jankowiak, wenn er noch einen Boxenstopp macht. Sonst geht es da leider nicht mehr nach vorne für Simon Semmler Schade. Ja, aber bei Bernd, wenn er wirklich durchfahren will, dann werden da die Reifen noch irgendwann streiken. Also der kann da ganz bestimmt nicht mehr die super Zeiten fahren. Und da könnte Simon dann vielleicht von profitieren. Der Rückstand auf Simon Semmler, von Simon Semmler auf Bernd Jankowiak ist allerdings ziemlich groß. Das sind schon bestimmt so an die 30 Sekunden. Wir können das leider nicht genau nachvollziehen, weil wir in unserem Live-Tableau bei beidem eine Runde Rückstand sehen. Aber jetzt ist er erst an der Stelle, wo Bernd Jankowiak, glaube ich, ungefähr vor 20 Sekunden war. Wir sehen es auch unten, 20 Sekunden der Rückstand zwischen den beiden. Also wir werden gucken, ob Simon Semmler sich noch Position 10 holen kann. Vorne Ali Amann weiterhin ohne Boxenstopp unterwegs. Und ich denke mal, so langsam ist das Boxenstoppfenster auch zu. Also wenn er jetzt nicht noch in den nächsten 3 Minuten an die Box kommt, denke ich, wird er versuchen durchzufahren. Aber hier ist es eng. Oh ja. Karl-Heinz Kluth konnte die Lücke zu den beiden hier zufahren. Das ist doch schon eine Überraschung. Andreas Bär scheint Jan Weber jetzt hier sehr aufzuhalten. Das ist wirklich eine Überraschung, dass Karl-Heinz Kluth den Rückstand hier zufahren konnte. Das waren zwischenzeitlich 7 Sekunden. Ein sehr guter Job. Ja, mal sehen, ob sich da Jan Weber in einen Fehler rein jagen lässt. Der muss nach vorne und nach hinten gucken. Na, Doppelbelastung. Andreas Bär scheint wirklich durchfahren zu wollen. Und wenn jetzt schon die Reifen ja, sich so ein bisschen weigern, hier gute Performance abzuliefern, dann sehe ich da wirklich schwarz für ihn. Wobei natürlich vor 2 Wochen Jan Weber, der jetzt hier hinter Andreas Bär liegt, gut gezeigt hat, dass man auf eine lange Zeit auch den Hintermann hinter sich halten kann. Der hat es geschafft, so um die 10 Minuten seinen Hintermann hinter sich zu halten und sich den zu schnappen. Sollte Andreas Bär Selbstvertrauen geben, aber wie gesagt, es sind noch 16 Minuten auf der Uhr und die Reifen werden ja nicht besser bei ihm. Karl-Heinz Kluth, der klopft auch immer wieder an die Tür da hinten. Oh, und jetzt hat Andreas Bär hier einen Fehler gemacht. Da kam sein Heck und jetzt ist natürlich Jan Weber noch mehr dran, hat auch mehr Schwung. Jetzt muss er sich verteidigen. Ich glaube, dass Karl-Heinz jetzt sich das schön von hinten anguckt. Die Reifen und da auf den Fehler der anderen wartet. Ich glaube nicht, dass er da jetzt irgendwie versucht, noch dazwischen zu fahren. Am schlauesten wäre es jetzt wirklich von dem Karl-Heinz Kluth, wenn er sich jetzt ein bisschen ja, zurückfallen lässt, die Reifen schön spart, das anschaut, vielleicht noch profitiert, wenn es einen Unfall gibt und dann am Ende des Rennens vorbeiziehen kann. Andererseits weiß man natürlich nicht, wie seine Performance im Vergleich zu Jan Weber aussieht, wenn Jan Weber hier mal vorbeiziehen könnte. Ja, dann hätte er aber immer noch den Andreas Bär, den er sich holen könnte. Ja, das stimmt. Und der Andreas hat eine Superkampflinie, aber der bremst die da so aus, wer ist dahinter? Aber das ist ein sehr, sehr großer Abstand zum das ist Kevin Becker schon. Ne? Oh, und da fährt er hart über die Randsteine. Und jetzt muss er den Platz, glaube ich, hergeben. Ja, das passiert. Und jetzt, der kann sich da auch wahrscheinlich jetzt ziemlich schnell absetzen. Ja, und jetzt, das ist natürlich jetzt das Schlechte für Karl-Heinz Kluth. Nee, der setzt sich da direkt hinter. Ja, aber die Zeit, die läuft für ihn, denn Jan Weber Wird sich jetzt wahrscheinlich absetzen können, ja, aber jetzt macht Andreas Bär den Fehler. Da konnte er kurz einen Prozess machen. Und Kevin Becker, du sagst es, der kommt immer näher ran. Und ja, aber jetzt Andreas Bär, ich denke, der hätte mal an die Box fahren sollen, denn die Reifen, die sind nicht mehr gut und das Rennen ist immer noch verhältnismäßig lang. 15 Minuten noch auf der Uhr. Markus Broch immer noch gut dabei. Position 6 geht an den Schubert-Fahrer. Da kann er auf jeden Fall zufrieden sein. Dann haben wir Andreas Schmidt. Jürgen Pangerl auf der 8. Peter Walter immer noch dahinter. Also Jürgen Pangerl konnte sich nach seinem Boxenstopp fangen. Ich denke, da wurde auch ein bisschen vielleicht repariert. Also, das passt für ihn. Und Bernd Jankowiak immer noch alleine unterwegs. Und dahinter ist schon Simon Semmler. Also, Simon Semmler ist so viel schneller, dass er Bernd Jankowiak noch bekommt. Das waren 20 Sekunden noch vor gut 10 Minuten. Also Hut ab an Simon Semmler, dass er diese Lücke zufahren konnte. So schnell vor allem. Vorne an der Spitze Ali Amann mit einem wirklich sehr großen Vorsprung schon. 17 Sekunden konnte er jetzt rausfahren, nachdem Andreas Bär so ein bisschen den Bremsklotz gespielt hat. Aber er kann sich da sehr gut hinterhalten. So. Oh, und wir haben bei Markus Broch etwas. Ah ne, der war an der Box, also darum fällt er zurück. Und eine Penalty, das gibt's doch nicht. Markus Broch wirft sein Rennen in der Boxengasse weg. Durchfahrtsstrafe heißt es für ihn. Da war er zu schnell in der Box unterwegs, das ist bitter. Damit wird er weit zurückgeworfen. Ja, und Andreas Bär, der fällt immer weiter zurück. Kevin Becker, der ist nicht mehr so weit weg. Der sieht ihn schon. Das ist natürlich schade für Markus Broch, dass er jetzt hier eine Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Sehr, sehr schade und vielleicht holt ihn dann auch Simon Semmler von hinten. Gut 30 Sekunden hat der Vorsprung auf Bernd Jankowiak und Simon Semmler ist ja direkt dahinter. Also, mal gucken. Ich denke, Simon Semmler wird ihn auch noch bekommen, was dann Position 10 heißen würde für Markus Broch. Im heutigen Rennen haben wir aber ziemlich viele Leute, die ohne Boxenstopp durchfahren. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Leute, 6 sogar mit Bernd Jankowiak noch. Und das scheint auch die beste Strategie gewesen zu sein, denn wir haben die ersten 5 ohne Boxenstopp und dahinter alle mit einem Boxenstopp. Ja, der zieht jetzt hier schon vorbei. Sehr gut gemacht. War aber auch abzusehen. Was habe ich gesagt? Er holt ihn noch. Wann wird natürlich auch noch zu sehen sein, ob die Leute mit einem Boxenstopp die Nullstopper noch einholen können. Ich vergleiche mal die Runden von Andreas Schmidt und Andreas Bär. Die letzte Runde bei Andreas Schmidt war eine 1:34,523 und jetzt halte ich fest, Max, Andreas Bär ist einfach mal so 4 Sekunden langsamer. Ja, das war natürlich abzusehen, also ja, wie der Fehler drin gehabt, denke ich mal. Denn Kevin Becker ist vorbeigezogen. Gucken wir mal, was da passiert ist. Da ist er aber schon vorbei. Das Auto sieht auch ziemlich beschädigt aus, es hängt irgendwie runter. Kann das sein? Er hat einfach nur die Schikane nicht erwischt, keine Kollision oder so. Der fährt da sehr langsam. Ja, da kommt das der Heck. Blockierer. Ja, der fährt generell sehr langsam. Das hat jetzt mal, sag ich mal, 2 Sekunden gekostet. Trotzdem ist er immer noch viel langsamer als der Rest. Also, da war er wohl zu aggressiv über das Rennen. Markus Broch hat seine Strafe abgesessen. Und wie gesagt, Andreas Schmidt Der ist jetzt ja, ungefähr 45 Sekunden hinter Andreas Schmidt. Sagen wir mal, er holt jede Runde 3 Sekunden auf. Gerechnet auf noch circa 4 Runden. Na, das reicht natürlich dann nicht. Also, die Nullstopper scheinen die richtige Strategie gezogen zu haben. Der Boxenstopp dauert hier wohl zu lange. Andreas hat da immer noch Probleme beim Rausbeschleunigen. Ja, die Reifen sind halt einfach, ja, heruntergefahren. Und Kevin Becker ist jetzt an Markus Broch gleich dran. Nee, das ist eine Überrundung. Ja? Ja. Ach so, ja, er hatte ja die Strafe. Kevin Becker schon auf Position 4, also wirklich ein super Rennen wieder von Kevin. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass da die Reifen noch halten, dass er da keinen... Ja doch, das denke ich schon. Vor allem, weil von hinten ja Andreas Bär nur noch da ist auf direkter Schlagdistanz und der hat ja noch viel größere Probleme mit seinen Reifen. Ich denke, das sieht sehr gut aus für Kevin Becker. Und Karl-Heinz Kluth davor, ich weiß nicht, wie das mit seinen Reifen so ist. Kann sein, dass er sich so noch den schnappt und sich sein erstes Podium holt. Wäre natürlich auch schön fürs Team. Ja, Bernd Jankowiak natürlich jetzt auf dem letzten Platz. Da wären die Punkte schon, ich sag mal, angebracht. Ja, besonders halt auch, weil das Team sehr gut in der Teamwertung dasteht. Würde das den helfen, sich da so ein bisschen zu festigen. Aber da wird Karl-Heinz Kluth auf jeden Fall was dagegen haben. Ja, aber das sieht doch ganz gut aus. Die Linienwahl von Kevin Becker, die sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die Reifen sind bei ihm, denke ich, noch ganz gut dabei. Wir haben noch 7,5 Minuten auf der Uhr. Ja, aber der Abstand zwischen den Zweien, der bleibt eigentlich recht gleich noch. Ja, ich bin gespannt. Aber auch Position 3 für Karl-Heinz Kluth wäre ein sehr gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass er nach der Startphase auf dem vorletzten Platz stand. Also, da haben wir dann auch wieder eine richtig gute Performance gesehen und da hat Kevin Becker fast den Wagen verloren. Ja, schon wieder, ne? Ja, der muss seine Konzentration noch ein bisschen bessern. Und guck mal, Markus Broch mit seinen frischen Reifen, der zieht tatsächlich an beiden Fahrzeugen noch vorbei. Ja, an beiden ist er noch nicht vorbei. Ja, aber sieht gut aus. Guck mal, der hat guten Grip. Wobei natürlich er jetzt gleich wieder blaue Flaggen bekommt. Also ja, die hat er schon. Außer er fährt jetzt signifikant schneller. Wir hatten gerade noch eine gelbe Flagge gehabt, kurz. Aber alle Fahrer fahren noch. Scheint nichts Größeres gewesen zu sein. Aber wir haben keinen Ausfall bisher, ne? Ja, das stimmt. Ja, und Andreas Bär fährt weiterhin sehr schlechte Zeiten. Letzte Runde war er mal eben so 5,5 Sekunden langsamer als Andreas Schmidt, welcher jetzt schon 38 Sekunden dran ist. Also gut 10 Sekunden konnte er aufholen, aber das Rennen ist definitiv zu früh vorbei für ihn. Ja, und Markus Broch rundet sich mal ebenso zurück. Oh, der cuttet da natürlich. Ja, da sollte er aufpassen. Und jetzt ist Kevin Becker direkt dran. Ja, weil nämlich durch den Überholvorgang von Markus Broch der Karl-Heinz Kluth einen sehr weiten Weg fahren musste, wenig Schwung holen konnte. Ja. Das könnte auch noch für Diskussionsstoff sorgen, dass Markus Broch sich da so zurückgerundet hat. Je nachdem, wenn jetzt Kevin Becker vorbeizieht und er nicht mehr zurückkommt, könnte da schon eine Beschwerde kommen. Und das sieht ziemlich danach aus, der macht jetzt da richtig Druck. Markus Broch vorne kann sich aber sofort absetzen. Also es war schon, es ist konnte man auf jeden Fall nachvollziehen, dass er da vorbeigehen wollte. Ja, man hätte es natürlich eleganter lösen können. Ja, das stimmt. Oh, und wieder! Da kam wieder das Heck bei Kevin. Also, die Reifen, die Hinterreifen vor allem, bei ihm scheint jetzt auch nachlassen, mehr und mehr. Also, wir haben ein schönes Duell jetzt noch in den letzten 4 Minuten, die auf der Uhr sind. Eine gute Nachricht haben wir allerdings für Markus Broch. Simon Semmler konnte ihn nicht mehr überholen. Er ist jetzt hier auch noch nicht in Schlagdistanz übersehen, bei noch 4 Minuten. Also das wird wahrscheinlich der 9. Platz trotz der Drive-Thru-Penalty werden für Markus Broch. Wir gehen nochmal durch das Feld durch, bei noch wahrscheinlich 2 zu fahrenden Runden. Ali Amann führt souverän mit 16 Sekunden vor Jan Weber. Dann haben wir das Duell, was wir beobachten, mit Karl-Heinz Kluth und Kevin Becker. Dann Andreas Bär mit seinen abgefahrenen Reifen. Dann Andreas Schmidt, Peter Walter, Jürgen Pangerl, Markus Broch, Simon Semmler, Bernd Jankowiak auf 11. Damit haben wir alle einmal durch und wir schalten schnell wieder zum Duell, denn sie sind beide auf Augenhöhe. Und Kevin Becker ist jetzt aber außen und muss darum nachgeben. Fürs Erste. Ja, aber der wird da jetzt so Druck machen. Aber Karl-Heinz ist einfach super ein super erfahrener Fahrer. Und bis der sich da in einen groben Fehler reinreiten lässt, da muss Kevin schon Druck machen. Wir haben wahrscheinlich sogar noch 3 Runden, weil Ali Amann nochmal 15 Sekunden vor dem war und somit vor 3 Minuten über die Linie kam. Also eine Runde mehr, die Karl-Heinz Kluth hier aushalten muss. Oh, und jetzt kommt er und das ist keine gute Idee gewesen. Ja, und jetzt ist er. Jetzt hat er den Fehler gemacht. Jetzt ist die Frage, ob er in den 2 Runden noch mal so viel aufholen kann. Da hätte er vielleicht ein bisschen mehr Eier beweisen müssen. Wobei das natürlich auch in einem Unfall hätte enden können. Markus, das immer so schön so. Ja. Vorne kommt Ali Amann noch locker vor der 1 Minuten 35 Marke über Startziel. Damit haben wir noch 2 Runden auf dem Plan, wodurch Kevin Becker vielleicht noch eine kleine Chance hat, wobei sich da Karl-Heinz Kluth jetzt schon einen Fehler erlauben müsste. 2,3 Sekunden, das ist ein gutes Polster. Ja, es gibt nichts mehr für Kevin. Also wenn da jetzt Karl-Heinz keinen Dreher oder Ausritt mehr hat, dann kann er das da locker ins Ziel fahren. Vorne Ali Amann bald auf seiner letzten Runde. Noch 1,5 Runden muss er fahren. Und jetzt ist das Feld natürlich bis auf Karl-Heinz, glaube ich, also was ich jetzt so gesehen habe, recht weit auseinander gezogen. Ja, hier ist es nochmal eng geworden. Oh ja. Wobei, nee, hier ist es eng. Das Duell ist es. Peter Walter gegen Jürgen Pangerl und damit konnte Peter Walter ihn doch noch überholen. Das hatten wir nicht im Bild. Ja, war aber schon länger in Schlagdistanz, die beiden. Ob da jetzt nochmal der Gegenangriff kommen kann von Jürgen Pangerl mit kaputtem Auto? Das glaube ich nicht. Und ich glaube, Ali Amann ist kurz vor Ablauf noch, kurz nach Ablauf über die Ziellinie gefahren, oder? Nee, sonst hätten wir jetzt hier schon das Zeichen bekommen, dass er gewonnen hätte. Das haben wir nicht bekommen. Stimmt, er hätte eigentlich warten können. Aber ja, aber da wird vielleicht dann auch noch taktiert, dass die anderen zu wenig Sprit dabei haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Sein Teamkollege, in dem Fall Andreas Schmidt, der ist aber leider in keinem Zweikampf mehr verwickelt. Also dem ist es ziemlich egal, ob noch eine Runde gefahren wird oder nicht. Ja, und jetzt bleiben wir natürlich bei Ali Amann, sofern hier nichts mehr passiert, und das sieht nicht danach aus. Darum schalten wir nach vorne und begleiten Ali Amann auf seiner letzten Runde hier in Zolder. Aber Amann war jetzt nicht in der Box, oder? Nein, die ersten 5 Leute waren alle nicht an der Box. Die Nullstopp-Strategie war auf dieser Strecke, ja, mit Abstand die bessere Variante. Ja, wie wir es von Jürgen Pangerl, glaube ich, war es, ja schon gehört haben. Genau. Er hat ja gesagt, sie versuchen durchzufahren, und es hat anscheinend geklappt. Ja, Ali Amann gewinnt also das Rennen in Zolder. Herzlichen Glückwunsch, damit haben wir den nächsten Sieger bei der DGTM. Ein wirklich guter Startzielsieg, ein super Rennabend für ihn. Weiter wird Jan Weber und dahinter wird Karl-Heinz Kluth Dritter mit einer super Aufholjagd, und auch Kevin Becker mit einem super Rennen. Von dem vorletzten Platz ist er gekommen. Dann wird bald, das dauert noch ein bisschen, der ist so weit zurück noch, da ist er, wird Andreas Bär auf Platz 5 ins Ziel kommen. Andreas Schmidt ist dann nochmal. Andreas Schmidt, ja. Der braucht noch ein bisschen. Hatte ja auch den Fehler drin gehabt vorhin. Hat ihn eine bessere Platzierung gekostet. Somit geht Position 6 an Andreas Schmidt. Dann kommen noch Peter Walter und Jürgen Pangerl. Genau, Markus Broch, Simon Semmler und Bernd Jankowiak sind schon abgewunken worden, weil sie überrundet worden sind. Und da haben wir Peter Walter, auch an ihn. Herzlichen Glückwunsch zum 7. Platz, und Position 8 geht an Jürgen Pangerl. Damit haben wir alle Fahrer über Startziel. Hier nochmal Markus Broch, der war schon, genauso wie Simon Semmler und Bernd Jankowiak, der schon in der Box steht. So, wir werden uns jetzt wieder die ersten 3 Platzierten schnappen, und dann melden wir uns gleich in wenigen Minuten zum Interview wieder. Bis gleich. So, damit melden wir uns jetzt zum Interview nach dem Rennen mit den ersten 3 aus dem Rennen in Zolder. Wir fangen an mit dem Sieger des Rennens, Ali Amann. Ja, Ali. Startzielsieg, ich denke, das war ein Rennen nach Maß. Auf jeden Fall. Also war eh meine Lieblingsstrecke, Setup hat gepasst. Ich habe halt am Anfang ziemlich Gas gegeben, dass ich ein bisschen Vorsprung rausbauen kann. Und die Lücke ist immer größer geworden, so dass ich es halt zum Ende hin kontrollieren konnte. Ich wollte eigentlich auf einen Stopp fahren, aber ich bin dann doch durchgefahren. Ja. Die Bedingungen sind trocken geblieben, also da hat sich nichts geändert. Reifentechnisch haben wir gut erkennen können, dass die Nullstopper im Vorteil waren, also da lagst du auch mit deiner Strategie richtig. Ja, ich meine, zum Schluss hin, der Grip war natürlich weg, aber war erfreulicherweise auch trocken geblieben im Rennen, weil es im Training über immer wieder mal geregnet hat. Und ich bin da auch mit Slicks auf Regen auch ein paar Runden gefahren, also es ging eigentlich ganz gut. Okay, gut, dann an dich nochmal herzlichen Glückwunsch und danke für das Interview. Juhu, danke. Dann kommen wir jetzt zum zweitplatzierten Jan Weber. Ja, Jan, Platz 2 für dich. Ich denke, auch für dich kann man sagen, ein gutes Rennen. Bist ja von etwas weiter hinten gekommen nach dem Qualifying und ich denke, daher bist du auch ziemlich zufrieden, oder? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell hier widersprechen, aber ja, hat ganz gut geklappt ohne Stopp, wie beim letzten Rennen schon. Natürlich haben es diesmal noch ein paar mehr Leute versucht, ohne Stopp durchzukommen, deswegen war natürlich noch jemand vor mir, aber ja, es hat ganz gut geklappt, auf jeden Fall. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, konntest dich immer ganz gut durchsetzen. Du hast auch noch ein bisschen Glück gehabt, dass sich die Leute hinter dir immer so ziemlich gut duellierten. Ich denke, das war auch ein Grund, dass du so gut die ganze Zeit vorne geblieben bist. Nach vorne, da ging natürlich nichts. Ali Amann mit einem riesen Vorsprung. Ich denke, das war auch nicht dein Ziel, oder? Naja, hätte ich gewusst, dass so viele Nullstopp fahren, hätte ich es vielleicht ein bisschen anders angegangen. Ich habe mich versucht, am Anfang ein bisschen zurückzuhalten und einfach mal hinterher zu fahren und da nicht zu pushen, dass ich am Ende noch Reifen habe. Hat leider nicht so ganz geklappt, denn die vor mir waren, die musste ich dann doch überholen, weil die auch Nullstopp waren, zum Beispiel Andreas Bär. Ja, vielleicht wäre da am Ende die Lücke ein bisschen kleiner gewesen, weiß ich nicht. Okay, gut, dann auch an dich herzlichen Glückwunsch zu Platz 2 und danke für das kurze Interview. Jo, dankeschön. Dann komme ich jetzt zu dem drittplatzierten Karl-Heinz Kluth. Ja, Karl-Heinz, das war, denke ich, ein sehr gutes Rennen für dich. Am Anfang hattest du in der Startphase große Probleme, das haben wir gut sehen können, hattest viele Zwischenfälle drin gehabt, aber dann eine Aufholjagd nach Maß und am Ende, da musstest du dich dann auch noch ziemlich verteidigen gegenüber Kevin Becker. Was sagst du zu dem Rennen? Also entgegen meiner sonstigen Geflogenheiten habe ich ja eine bessere Rennposition diesmal erreicht als eine Quali-Position. Das ist ja eher bei mir normalerweise rumgedreht. Und ich habe es also auch mit null Stops versucht und die Reifen waren zum Schluss, das war also nur noch die Hölle. Das war also so gut wie gar kein Grip mehr. Gut, und gegen Kevin Becker musste ich mich halt verteidigen und zwischendurch hatte ich, glaube ich, auch einen ziemlich harten Kampf mit dem Peter Walter, glaube ich, zwischendurch. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Das hört sich doch gut an. Ja, dann würde ich da noch ganz kurz sagen, du hast Probleme gehabt, was ist Probleme? Markus Broch hat dich überholt am Ende noch, zurück überholt, war eigentlich schon überrundet. Hat dich das sehr behindert im Duell mit Kevin Becker am Ende? Eigentlich nicht. Irgendwann ist der Markus halt einfach an mir vorbei und der Kevin Becker, der hat immer wieder aufgeschlossen und dann wurde der Abstand wieder größer, dann hat er wieder aufgeschlossen. Ich habe also nie so richtig gewusst, kann er oder will er nicht, aber letztendlich habe ich mich behaupten können und so für mich ganz gut ausgenommen. Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei dir und natürlich auch nochmal bei allen anderen, die hier gerade zum Interview bereitstanden. Gut. Danke auch. Dann komme ich jetzt nochmal kurz zu dir, Max. Ja, Max, ich denke, wir haben ein sehr spannendes Rennen gesehen. Wir hatten immer wieder Phasen, wo leider nicht so viel los war auf der Strecke, aber dann wurden wir doch immer wieder dafür belohnt, das Ganze zu streamen, denn wir hatten wieder schöne Duelle, besonders am Ende mit dem Duell zwischen Karl-Heinz Kluth und Kevin Becker. Also, hat es dir Spaß gemacht heute Abend? Auf jeden Fall. Freut mich sehr, das zu hören und ich denke, das hat sich noch wieder gelohnt. Wir haben ein spannendes Rennen übertragen können und ich denke, wir werden dann in 2 Wochen wieder genauso ein gutes Rennen sehen. Was glaubst du von dem nächsten Rennen? Was? Ich hab mich gerade gemutet, sorry. Ich habe gefragt, was glaubst du, wie wird das nächste Rennen werden? Das ist ja, glaube ich, auf einer deutschen Strecke. Norisring, genau. Also auf einem sehr engen Stadtkurs. Was glaubst du da? Was wird da so passieren? Ich denke, es wird eng. Wird sehr eng, auf jeden Fall. Ja, mit GT-Wagen, das ist natürlich noch was anderes. Sonst ist da ja immer nur die DTM zu Gast. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Hoffentlich nicht mit allzu viel Regen, denn dann würde das Ganze, glaube ich, zu einem ziemlichen Chaos werden. Gut. Max, dann bedanke ich mich bei dir für deine Expertisen heute Abend als Experte. Und dann würde ich sagen, sehen wir alle Zuschauer in 2 Wochen wieder, wenn es dann wieder heißt DGTM. Bis dann. Ciao.